Moin moin Leute, willkommen zu einem kleinen neuen, einer kleinen neuen Mod-Vorstellungsrunde. Heute stelle ich euch die Strecke von Silverstone vor. Silverstone Circuit. Und Silverstone kennt eigentlich schon jeder mittlerweile. Und was gibt's dazu zu sagen? Die Strecke ist weltbekannt, da fährt auch die Formel 1 drauf. Da fährt die DTM, glaube ich, auch drauf, soweit ich weiß. Weiß ich gar nicht jetzt gerade mal. Ich meine aber, dass die DTM auch drauf fährt. Und wir werden auf jeden Fall sehen, wie das läuft. Und gucken wir mal, wie wir das machen werden. Von der sich gesehen. Gucken wir uns die Strecke mal an. So, dann wollen wir auch dann direkt mal loslegen. Toll, das Qualifying findet im Regen statt. Macht aber auch nichts. Werde ich es mal einfach mal machen. Machen wir das einfach mal im Regen. Gucken wir mal, ob wir es fahren können. Jetzt hatte ich gerade einen kurzen FPS-Einbruch. Ich weiß nicht, ob ihr die Strecke kennt. Für die, die sie nicht kennen, hier seht ihr es. So, ich fahre die einmal im Schnelldurchlauf durch. Und dann werden wir ja sehen, wie es läuft. Ist eigentlich eine ziemlich schöne Strecke, muss ich sagen. Die Strecke ist echt schön hoch detailliert, muss ich sagen. Also da echt großes Lob an den Modder. Und wie ihr schon gesagt seht, es gibt wieder keine Bremspunkte oder so. Also wo man jetzt angezeigt bekommt, wo man bremsen muss und alles. Macht aber auch nichts. Hier eine heikle Schikane definitiv, die man nicht zu schnell nehmen sollte. Was mich gerade mal wundert ist, warum ich überhaupt so gut jetzt gerade mit dem Wagen hier durchfahren kann. Normalerweise rutsche ich doch sonst was wie sonst. Oh, egal. Macht nichts. Wir haben hier gleich direkt hintereinander dann die nächste Schikane. Upsala. Da habe ich mich überschätzt. Das Schöne ist der Schotter hier, wie man sieht. Ist gar nicht mal so schwach detailliert, muss ich sagen. Hier Rasen natürlich. Wow, wow, wow. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Hier ein Ausbremspunkt, wenn man mal sich verfährt. Hier haben wir wieder die Standard-Curbs, rot-weiß. Was ich schön finde, ist der hier mit der Unterführung. Man sollte sie nicht unterschätzen, wie man sieht. Ja, daran sieht man's. Wow, der Gegner fährt natürlich direkt nicht. Ja, ich habe den Gegner wieder eingestellt. Und, das ist eine typische Einser-Kurve hier. Wäre ich sauber, wenn es vernünftig genommen hätte. Eine zweite Gangkurve. Also, dass man sie im zweiten Gang fahren kann. Man sollte schon aufpassen. Hier drüben rechts war übrigens die Boxeneinfahrt. Nein, ich schalte gerade nicht. Ist eine schöne lange Gerade, aber. Hier ist eine tückische Stelle. Sag ich mal in dem Sinne. Ich finde es echt schön, wie sie es hier detailliert gemacht haben. Hier auch das mit dem Publikum und alles. Richtig schön gemacht worden. Ja, ja, schon klar. Nur weil ich hier stehen bleibe. Macht aber auch nichts. Ihr seht schon, wie die Leute hier langbrettern, wie sonst was. Hier natürlich diese ganzen Curbs und so. Beziehungsweise die Pilotendinger. Ich fahr mal kurz hier drauf. Ja, nein, du sollst dich nicht drehen. Wow! Sieht echt schön aus, muss ich sagen. Haben sie richtig schön gemacht. Nein, sind die Tribünen. Danke schön, dass du mir das Arsch abgefahren hast, du Arschgeige. Ich hoffe, wir können noch fahren. Wow! Okay, ich glaube, das wird nichts. Übersteuert! Ja, danke schön! Wow! Schön hoch detailliert, muss ich sagen. Hier werdet ihr mal sehen. Das da drauf. Ne, auf jeden Fall sollte man hier mit den Curbs aufpassen. Definitiv! Oh Gott. Oh Gott, ich glaube, das mit den Zeugen finde ich auch ganz schick. Okay, da fahre ich mal kurz in die Box und fahre nochmal mit dem Wagen. Oh, Junge, Junge, der hat mir aber das Heck weggefahren, du. Das war ein Ding.
Boxen fand das auch ganz schön, finde ich. Ja, yeah, ja, du kannst mich auch am Arsch lecken mit überholen. Gibt's nicht. Was ich schön finde, hier hat man gerade gesehen, da war schön so eine Reparatur von der Strecke zu sehen, sodass die Strecke hier repariert ist. Was ich schön finde, ist auch hier, die Linien, die weißen Linien sind sehr schön gekennzeichnet. Hochdetailliert, ich finde das richtig schön gemacht. Und wow, muss ich sagen. Auch die Detail gerade mit der ganzen, sind das Lampen da an der Seite? Weiß ich gar nicht, ob das Lampen sind. Ist ja in dem Sinne auch egal. Da drüben dann noch ein paar Tribünen. Schick gemacht. Ich fahr mal kurz hier drauf. Ja, ja, ich weiß. Oh, hier ist Schotter. Schön. Ich guck mir das mal gerade mal an. Warte, ey! Wo sollst du nicht drin? Na ja, gut, dann gucken wir halt eben da hinten. Ist mir auch egal. Wow. Aber das sind Real-Life-Bilder, oder? Aber da muss ich echt lachen, sorry. Aber das hätte ich nicht gedacht. Das finde ich lustig, dass der Modder das hier so reingebracht hat. Und ja, das sind anscheinend Lampen. Richtig schön gemacht. Wow, die Bäume sind doch schön hochdetailliert, sehe ich gerade. Das ist schick gemacht. Da muss ich echt sagen, das hast du echt gut gemacht, Modder. Wer auch immer das gemacht hat. Ach so, das ist nur so eine Unterstellhalle. Jetzt sehe ich das. Aber richtig schick gemacht, muss ich sagen. Hier auch. Die Tribüne sogar mit Treppen und alles und dem Geländer. Wow, das ist richtig schön hochdetailliert. Wow, ich muss sagen, der Modder hat sich echt richtig viel Mühe gegeben beim Mod dieser Strecke. Gelbe Flagge in Sektor 2. Gelbe Flagge, Sektor 2. Ja, ich weiß. Hier, das zeigt auch schön hochdetailliert. Ich muss sagen, das ist echt richtig Hammer gemacht worden. Ja, ist mir gerade mal egal, ob ich das restliche Fahrerfeld aufhalte, du arschgeil Gedanke. So, nee, auf jeden Fall hier auch das mit den ganzen aufgestellten Dingern. Wie gesagt, hier haben wir eine Eingangsschikane, wo wir eigentlich mit dem ersten Gang durchfahren können, weil diese Schikane ist echt tückisch. Gut, klar, wir fahren jetzt hier... Oh, schick. Wir fahren jetzt hier im Regen. Das ist natürlich noch was anderes. Weil der Wagen verhält sich komplett anders. So, jetzt habe ich es. Und dementsprechend ist das auch komplett anders. Auf jeden Fall, ja. Ich muss sagen, richtig schön gemacht worden, die Strecke. Richtig schön hochdetailliert. Sie ist auch richtig schön zu fahren, muss ich sagen. Hier auch das mit den Dingern, richtig schön gemacht worden. Ich bin gerade einfach nur baff von der Strecke, ohne Witz. Das ist einfach awesome. Hier ist so viel reingebracht worden, so viele Detailliebe, so viel Publikum vor allen Dingen. Das ist einfach nur wow. Ja, man sieht's. Normalerweise hätte ich das jetzt eigentlich geparkt, aber nun gut, macht jetzt auch nichts. okay, da hat man's gesehen. Ich lass mal kurz die KI fahren. Und damit ihr es seht. Nee, auf jeden Fall richtig schön. Wow, die Kameraführung ist ja geil. Da seht ihr richtig schön großflächig. Das ist richtig geil gemacht, ohne Witz. Also ich bin richtig baff von der Strecke. Ich kann sie jedem empfehlen. Ich habe die auch, glaube ich, schon bei einem Let's Show habe ich die mal gezeigt, die Strecke. Mit dem Nissan GT-R R35. Allerdings war da kein Regen. Ja, der fährt mir hier halb den Arsch weg. Nee, wie gesagt, richtig schön. Sie lässt sich richtig gut fahren. Hat ein paar echt extrem riskante Schikanen. Wie hier zum Beispiel diese zwei S-Kurven hintereinander. Da muss man extrem aufpassen und die Bremspunkte auch finden. Ja, nee, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kann sie jedem empfehlen. Und wenn ihr die Strecke mögt, wenn ihr das Video mögt, könnt ihr dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch geben. Und vergiss bitte das Bewerten und Kommentieren nicht. Und wie gesagt, gebt mir einfach Feedback, ob es euch gefallen hat. Ich muss sagen, wie gesagt, die Strecke gefällt mir definitiv. Und ja,
Es ist einfach eine richtig schöne Strecke. Wenn man davon absieht, dass hier schnelle Geraden, schnelle Kurven sind. Boah, im Regen ist das total kacke zu fahren. In Shift komme ich hier auch komplett raus. Die Strecke dürftet ihr eigentlich von meinem Shift-Video auch kennen. Wie gesagt, ich stelle den Download-Link auch unten rein. Oh Gott, oh Gott. Ist doch nicht mehr normal. Das ist ja krank. Und mit Licht fährt sich sowieso besser. Naja, macht nichts. Nee, auf jeden Fall, ich fahre jetzt noch in die Box da noch eben schnell. Wie gesagt, ich wiederhole mich wahrscheinlich schon zum zigtausendsten Mal, ich weiß. Aber wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nennt mir einfach eure Meinung dazu, wie ihr die Strecke findet. Und dann werden wir sehen, ob ihr sie mögt. Wie gesagt, hier, die Schikane ist ziemlich heikel. Und ja, richtig geil, definitiv. Ich fahre mal kurz Cockpit. Nur um es mal zu veranschaulichen. Okay. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Aber der Wagen rutscht echt nicht weg oder so, ne? Ich glaube, ich habe gerade Regenreifen drauf, oder? Wie gesagt, macht ja auch nichts. Nee! Sagt mir einfach eure Meinung. Das reicht für mich. Sagt mir euch auch, ob die Strecke euch gefallen hat. Und ja, wir werden dann sehen, wie es dann läuft. Wow, wow, komm mal runter. Ja. Wer sich fragt, was das für ein Beat ist, im Hintergrund, es ist Ramesses B. Richtig geiler DJ, könnt ihr mal bei ihm auf dem Kanal vorbeischauen. Ja, ist Free Music. Und ja, wie gesagt, den Download-Link werde ich reinstellen und den Link auch zum, beziehungsweise den Link zur Seite. Und ja, wenn ich mal wüsste, wo der ist. Hier steht ja nicht mal ein Männchen draußen, du Vogel. Ah, da vorne. Richtig schöne Boxerfahrt. Nee, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Streckenvorstellung. Bis dahin, ciao.